Und einen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Aura. Meine Stimme ist ein bisschen weg und ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich war einfach gestern mit ultra vielen Menschen in Kontakt. Ich war ja auf der Gamescom und habe sehr viele Menschen getroffen. Zuschauer und noch andere nette Menschen. Und das Ganze gibt es auch auf dem Ungefilmt-Kanal zu sehen. So, jetzt erstmal ganz kurz überlegen. Heute Nacht ist das PvP-Event, deswegen möchte ich gerne diese Brücke jetzt einmal fertig bekommen. So, deswegen, wir brauchen Holz. Ja, wir brauchen Holz. Und wir brauchen noch mehr Holz. Okay, wir gehen erstmal ins Bett, damit jetzt nicht so viele Monster kommen wie beim letzten Mal. Boah, beim letzten Mal, das war ja so krass, als ich einfach kurz vor meinem Tod war. Boah, und momentan ist es echt so, ich hetze mich eigentlich von Termin zu Termin, dann immer zwischendurch Aufnahmen. Noch 2 Tage, dann ist der ganze Stress ja vorbei. Dann gibt es wieder auch entspanntere Aufnahmen. Ich hoffe, ihr könnt das mir verzeihen, dass jetzt ab und zu so ein bisschen Aufnahmen zwischen Tür und Angel kommen, sozusagen. So, erstmal. Oh Mann, Leute, ich bin echt am Arsch. Aber ich freue mich einfach trotzdem, diese Aufnahme zu machen, weil heute Nacht ist ja das Aura PvP-Event. Ich hoffe. Oh, warte mal kurz. Ah, nein, ich komme so gar nicht hoch. Du blöde Minecraft-Physik-mäßige Dings. Oh Mann, ich bin so verplant. Okay, komm ich am schnellsten den Baum hoch. Ich will doch ja das, da ist besser. Ich will doch nur Holz. Ja, ich hoffe, die meisten Leute schaffen es zum PvP-Event. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt auch. Ich würde mich echt ärgern, wenn ich es aussetzen würde, weil halt Video Day und Gamescom ist und so. Das ist normalerweise immer um 21 Uhr das PvP-Event. Wir haben es schon auf 22 Uhr verschoben, damit es halt noch ein paar Leute mehr schaffen. Ja, ich bin mal gespannt, wer. Also es sind halt sehr, sehr viele in Köln. Das könnte sein, dass es eine sehr, sehr kleine Runde wird. Aber ich versuche es natürlich trotzdem dabei zu sein. Und meine Brücke muss ich bis dahin fertig haben. Meine Brücke. Oh Mann, Leute, ich komme mir richtig bescheuert vor, wenn ich rede gerade. Weil ich einfach so platt bin. Boah, hört ihr meine Alter, jetzt reicht es. Jetzt reicht es, Simon. Reiß dich zusammen. Naja. Das sind halt. Das ist ungefähr eine Woche. Also ein Wochenende plus ein paar Tage. Super stressig und danach ist ja wieder alles okay. Muss man auch mal durch, ne? Aber ich bin körperlich echt richtig fertig, richtig am Arsch. Aber ich glaube, es geht auch Leuten so, die einfach nur so auf der Gamescom sind. Also einfach nur so zum Rumlaufen und so, weil das halt auch ein anstrengendes Event ist so. Ja, und wir haben halt noch dazu, dass wir halt dann Fotos machen, Autogramme und so weiter und so fort. Du bist ein Holzstück, fall da runter. So. Ich überlege gerade, wie viel Holz ich brauche, um diese Brücke fertigzustellen. Egal. Ich mache einfach irgendwelche Brücken und ich habe sofort das abgespacede Baumhaus. Dass ich oben noch kein Dach drauf habe, das ärgert mich ein bisschen, aber das schaffe ich diese Folge auch auf gar keinen Fall. Wenn ich Glück habe, schaffe ich diese Brücke noch. Also wäre schön, wenn ich die Brücke schaffen würde. Dum-dum-dum-dum. Also die Brücke will ich auf jeden Fall noch schaffen. So. Ja, was gibt's zu erzählen? Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was es so zum Video Day zu erzählen gibt, sieht man eigentlich im Ungefilmt-Video und ich habe gestern im Ungespielt-Video noch ein bisschen dazu erzählt. Das ist ja auch momentan so krass. Ich nehme die Aura-Folgen morgens früh auf, wenn ich aufstehe und die die zweiten Folgen, also momentan ja kein ungeschlagen, weil ich das wäre viel zu krass momentan. Deswegen so Quick-Survival-Games und das nehme ich halt nachts auf, wenn ich nach Hause komme. Das ist echt schon hardcore. So, da oben ist noch Dings. Hier, noch ein Setzling. So, danke für den Setzling. Ist auch noch ein Setzling. Sehr gut. So. Okay. Noch irgendwo ein Setzling? Ne, erstmal runter jetzt. Ne, wobei runter muss ich gar nicht. So. Wir nehmen uns jetzt das Akazienholz, machen daraus
Stufen, gehen wir zurück, holen uns noch einen Setzling und pflanzen jetzt erstmal die Setzlinge hier wieder ein. Zack, 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 zack. So, okay. So, die Akazienstufen, die packen wir jetzt. Wir wollten hier die Wendung machen, ne? Ich glaube ja. Perfekt. So, ich mache jetzt erstmal nur mit den ganzen die Brücke weiter. So, hier ist die Säule da unten, ne? Das sieht alles verkrüppelt aus, aber das mache ich gleich noch schöner. Ich glaube, diese Brücke kann mir beim PvP-Event auf jeden Fall helfen. Wenn Gomme und ich uns wieder begegnen, weil ich immer Gomme raus. Also wir kicken uns immer halt gegenseitig raus und jagen uns, weil wir halt Nachbarn sind. Das ist echt also ist nicht optimal so. Deswegen versuche ich jetzt eine Möglichkeit zu finden, halt schnell auch an andere Leute dran zu kommen. Und mit dieser Brücke bin ich halt sicher, kann trotzdem ins Geschehen eingreifen, kann halt viel sehen. Und ich glaube, das könnte echt richtig, richtig cool werden. So. Ja, ich glaube, das könnte cool werden. So. Stopp, 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 stopp. Ich muss ganz kurz überlegen, ganz kurz logisch nachdenken. Die Treppe sieht ja so aus. Und das hier geht ja dann gar nicht. Das müsste ja dann so sein. Und dann so. So, okay. Und hier geht es dann wieder normal weiter. Nee, hier müsste dann auch wieder Stufe sein. Moment. Hä? Bin verwirrt. Moment. Nee, so ist richtig. Dann kommt hier wieder normale Treppe. Hier kommen wieder die Dinger. So, weil wir müssen hier ein bisschen höher machen, damit wir hier halt, hier, damit wir die Baumfarm nicht, damit wir die nicht zu tief zustecken, sozusagen. So. Dann kommt hier, hoppala. Nee, so nicht. Dann kommt hier wieder normal hin. Wie ist es eigentlich so, wenn ich jetzt so mega verträumt und verplant bin? Ist es dann furchtbar, mir zuzuhören? Oder kann man es auch ertragen? Leute, könnt ihr ja Kommentare schreiben. Ist ja wie gesagt eine Ausnahmesituation. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Ein Mensch. So. Jetzt machen wir erstmal die Blöcke hier hin. So. Aber die Brücke nimmt Gestalt an. Das finde ich halt cool. Zack. Zack, 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 hoppala. Und zack. Ja, das ist schon cool. Ah, und dann, da ist Zombies, Baumfarm. Ja, ja, ja. So. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch, dort habe ich schon ein bisschen Akazienholz. Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja schon mal die Seite machen hier mit Truppenholz. Wie mache ich die nochmal? Die mache ich einfach so. Okay. Ein bisschen Truppenholz muss sein. Ist die Welt voll Sonnenschein? Okay, Simon dreht komplett durch. Was ist da los? So. Also wie gesagt, es tut mir leid, dass ich ein bisschen ruhig bin, ein bisschen so verträumt und so, aber ich bin halt einfach wirklich platt. So, und ich möchte in den Aufnahme hier, ja, ich spiele ja hier keine Rolle oder sowas, sondern ich bin hier ich. Und wenn ich halt richtig am Arsch bin, dann zeige ich euch das auch. Und das finde ich halt gerade auch persönlich das Schöne, dieses, dass man halt auch Leute erlebt, wenn die auch immer richtig am Arsch sind. Und halt, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken, als ich hochgegangen bin. So. Hier machen wir erstmal Zaun hin. So viel Zaun habe ich gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ach, scheißegal. So, so, so. Zack, 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 zack. Okay, wo kriege ich jetzt neuen Zaun her? Die Tropenholzblätter sind mir zu wichtig dafür. Habe ich noch irgendwo
ein bisschen Holzspeicher. Oh ja, hier habe ich noch Akazienholzbretter und da noch mehr Akazienholzbretter. Und da habe ich noch Ranken. Ah, die nehme ich nicht mit. So, und da habe ich noch Stein. Na, ja, nehmen wir mal Stein auch noch mit. Okay. Ja, ich werde das Akazienholz einfach. Ich werde das Akazienholz jetzt einfach zu Brettern machen. Alles oder? Wie viel brauche ich? Ja, doch, komm. Ich habe leider sonst echt viel zu wenig Zäune. Das ist irgendwie, kriegt man sowieso, habe ich so das Gefühl, so wenig Zäune aus der ganzen Sache raus. Ich habe jetzt ein Stack Dinger, habe aber viel weniger Zäune. Das macht mich traurig. So. Okay, wenigstens ist das schon mal bis hier gesichert. Finde ich ganz gut. So, jetzt muss man gucken, wie man die Zäune weitersetzt. Denn auf diesen Half Slabs kann man ja keine Zäune setzen. Man könnte. Boah. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Boah, habe ich gerade echt erschrocken. Man könnte ja immer noch so tief bleiben. Und dann immer zwei hochgehen. Mit einem ganzen. Mit einem ganzen Block. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Doch, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Wobei, ist das überhaupt sinnvoll? Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Bett legen. Wir machen jetzt bis oben noch, auf jeden Fall bis oben hin noch das Ding und dann. Was? Ich bin gekickt worden oder ich bin vom Server geflogen? Was hasse ich, wenn das passiert? Das passiert mir bei PvP. Hä? Jetzt kann ich aber mal fliegen. Okay. Kennt ihr das? Dass man auf einmal Flugmodus hat? Läuft bei mir. Aber ich hatte, ihr habt jetzt eben gesehen, ich hatte eben keinen Fly. Das ist irgendeine Fehleinstellung, wenn man halt OP hat auf dem Server, dass dann plötzlich Fly an ist. So. Oh, ich kann ein bisschen rumfliegen. Ist auch nochmal was Schönes, ne? So, jetzt erstmal hier jetzt weitermachen. Tropenholzstufen. Jo. Dann geht es hier wieder ein weiter. Dann kommt wieder hier zwei. Dann geht es hier wieder ein weiter. Und dann kommt wieder zwei. Und das genauso hier. Ein weiter. Zwei. Ein weiter. Zwei. Und Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, Zaun. Und hier kommt eine Plattform aus Stein. Wieso aus Stein? Fragt man sich jetzt. Das weiß ich nicht. Ich habe einfach gerade Stein über. Und wenn man Stein über hat, baut man eine Plattform aus Stein. Zack. Ah, das ist echt seltsam. Oh, wir sind gleich mit unserer Aufnahme durch. Also von der Zeit her. Muss ich mich beeilen. Zack, zack. Plattform 1, 2, 3, 4. So, dann hier 1, hier 1, hier 1, 1, 2, 3. Also ist ungefähr ähnlich. Naja, okay. Wir haben jetzt oben eine Plattform. Von hier oben können wir nochmal viel sehen. Ja. Und das ist fürs PvP-Event vielleicht ganz praktisch. Es können zwar Leute dann zu uns auch in unser Haus rein, aber das ist halt eben
der Reiz daran, dass man halt auch diesen Kampf hat. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Haut rein, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Tut mir leid, dass ich so verträumt und verplant bin. Wenn es euch, wie gesagt, trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Wertung da. Haut rein. Wir sehen uns heute Abend und heute Nacht bei Ungefilmt. Ciao.